wunderschön sieht er doch aus, oder? Dieser Planet, unser Planet, der blaue Planet, die Erde, wie er hier hängt in der Nachtschwärze des Weltalls. Civilization, Sid Meier's Civilization Beyond Earth heißt dieses Spiel. Und der Titel gibt mir gleich Raum für die Bemerkung, dass hier eigentlich atmosphärisch diese Erde zwar bildhübsch anzusehen ist, aber da wollen wir eigentlich weg von. Da bleiben wir nicht. Wir wollen Beyond Earth. Wir wollen weit, weit weg von unserer Erde. Eine neue Heimat suchen, neues Glück für die Menschheit. Sid Meier's Civilization Beyond Earth, dieses Spiel, das erscheint exakt in 4 Wochen am 24. Oktober 2014, jetzt am 26. September, nehme ich das hier auf, dank einer Preview-Version, die ich dankenswerterweise zur Verfügung gestellt bekommen habe von den Entwicklern von Firaxis Games und vom Publisher 2K Games. Vielen lieben Dank dafür. Damit habe ich schon einiges gezeigt, zum Beispiel ein Let's Play Together, gemeinsam mit Christian Weigel, dem Spielejournalisten und geschätzten Let's Play-Kollegen. Ich werde in dieser Let's Play-Reihe hier nicht mehr alles haarklein erklären, wie wir das in der anderen Reihe gemacht haben. Falls für euch zwischendurch Fragen auftauchen, wie funktioniert das ein oder andere Feature und ihr habt den Eindruck, das erkläre ich gar nicht richtig, dann schaut doch auch mal in diese andere Let's Play-Reihe rein. Auch diese Version hier ist technisch gedeckelt auf 250 Runden. Das heißt, wir spielen hier gleich auf schneller Spielgeschwindigkeit, damit ich euch möglichst viel davon zeigen kann. Ja, Hintergrundgeschichte Beyond Earth. Es gab irgendeine Katastrophe hier auf der Erde. Welche genau ahnt man nur? Können wir nur erahnen. Ein Great Mistake, ein großer Fehler, den die Menschheit gemacht hat. Ja, und wir wollen jetzt unser Glück suchen. Unser Glück suchen mit einer Gruppe von Menschen, die wir dank eines Sponsors wegbringen auf einen anderen Planeten. Und damit das nicht ganz so einfach wird, gehe ich mal im Schwierigkeitsgrad eine Etage, 2 Etagen rauf. Wir spielen nicht auf Mercury, nicht auf dem Standardschwierigkeitsgrad, sondern auf Gemini. Dann erhalten die KI-Konkurrenten Vorteile im Vergleich zu uns. Mal gucken, ob wir das packen. Spieltempo schnell. Und das ist der Sponsor, den ich mir ausgeguckt habe, Polystralien. Das ist das ehemalige Australien in einer neuen, größeren Variante, in einer Föderation zusammengesetzt mit anderen Gebieten dort unten auf der Südhalbkugel der Erde, angeführt von einem jungen, charismatischen Leader, der aufgrund der Tatsache, dass er ein brillanter Kommunikator ist, das erzählt die Hintergrundgeschichte dieses Anführers, in der Lage ist, viel, viel Handel zu treiben. Und das ist auch die Spielweise, die ich mit euch zusammen ja machen möchte. Wir wollen möglichst viele Handelswege einrichten und möglichst viel Handelskonvois hin und her schicken und hier dieses mächtige Spielfeature der Handelskonvois bei Beyond Earth nutzen. Polystralien, das ist der Sponsor unserer Reise. Und den Schwerpunkt bei den Kolonisten an Bord, den wählen wir bei den Ingenieuren. Das kann eigentlich gar nicht schaden, wenn man hier die zivile Wirtschaft pumpen möchte oder pimpen möchte. Dann sind viele, viele Ingenieure in jeder einzelnen Stadt nicht verkehrt. Und als technologisches Gimmick, als Spezialeigenschaft des Raumschiffs nehme ich das hier noch mit, den Lebensform-Sensor. Der ermöglicht es uns von Beginn an, alle Alien-Nester auf der Karte zu entdecken. Die werden uns angezeigt. Das hilft uns, da nicht reinzutapsen mit unseren Erkundern und hilft uns dann wiederum, dass wir nicht zu frühzeitig vielleicht in Scharmützel geraten mit den Aliens, einfach weil wir den Kämpfen besser aus dem Weg gehen können. Und das ist für eine solche Handelsfraktion, die wir hier spielen wollen, die ihre Handelskonvois überall hinschicken wollen, eigentlich nur von Vorteil. Fracht, die wir mitnehmen, da bin ich jetzt ein bisschen langweilig, da nehme ich dasselbe mit wie bei dem Let's Play Together mit Christian. Auch hier starte ich mit einem Bautrupp. Und bei dem Planeten, da habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht, welches Zufallskartenskript von den 7, die im Angebot sind, ich mit euch zusammen entdecken möchte. Und das ist hier bei den fortschrittlichen Welten dieses hier, die Taiga. Eine extrem kalte Welt, deren beste Landstriche an Küstenlinien und Flüssen zu finden sind. Was uns darauf hoffen lässt, dass wir eine richtig gute Startposition erwischen, wenn wir hier Pech haben und wir landen zum Beispiel ohne Flüsse. Dann, oder wir landen an Küstenlinien, wo viele, an einem Küstenstrich, wo viele Seemonster sind. Dann haben wir richtig, richtig Probleme zum Start. Erweitertes Setup. Tiger. Als Kartengröße wähle ich Zwergenhaft. Das zweitkleinste, damit wir hier möglichst zügig vorankommen. Wie gesagt, bei 250 Runden, da will ich auch ein bisschen Gas geben. Das Programm schlägt uns hier 3 vor 3 der 7
Slots, die man befüllen kann mit KI-Fraktionen. 7 sind ja derzeit im Spiel. Und Schwierigkeitsgrad ist eingestellt, alles andere auch. Beim Kartengelände wiederum, da wähle ich auch mal was anderes. Wir hatten zuletzt mit Üppig gespielt, mit diesem erdähnlichen Gestaltung der Planetenoberfläche. Ich nehme mal Fungal. Das sieht einfach nur blau aus und sehr, sehr exotisch. Werde ich euch gleich mal im Spiel zeigen. Und alles andere bleibt. Das sind die Standardeinstellungen bei Landmassentyp Pangaea. Hier gäbe es gekoppelt mit dem Skript Tiger, das wir spielen, 5 Optionen, die wir einstellen könnten. Pangaea, das ist ein einzelner Riesenkontinent. Den möchte ich mal mit euch zusammen hier entdecken. Alles andere bleibt, wie es ist. Und jetzt rattert das Programm im Hintergrund. Bits und Bytes werden verschoben. Das Programm bestimmt aufgrund des Zufallskartenskripts, wie die Landschaft aussieht, platziert die Ressourcen, definiert die Startpunkte der Fraktionen und vor allem auch unseren eigenen. Und das sieht nicht so gut aus, wie ich es mir erhofft hatte. Hier können wir landen, überall da, wo innerhalb dieses roten Feldes, da können wir unser Raumschiff landen und damit automatisch die erste Siedlung begründen. Ihr seht schon, alles sehr exotisch blau hier. Es flimmert. Ihr habt keine Probleme mit dem Bildschirm, das sieht tatsächlich so aus. Und er sieht auch wie karg das zum Teil ist. Hier liegt überall Schnee. Auf Schnee wächst nichts. Keine Nahrung, keine Produktion, die man hier gewinnen kann. Keine Energie, die man gewinnen kann, nichts. Wir sind sehr darauf angewiesen, hier gute Ressourcen zu bekommen. Kein Fluss hier, Pech gehabt. Flüsse bringen Energie an ihren Ufern, haben wir auch nicht. Wir haben hier das Obst. Da könnte man eine Plantage errichten, hier mal Chitin. Aber wenn wir hier drauf landen, dann können wir das nicht richtig nutzen. Dann können wir hier keine Koppel bauen. Schwierige Entscheidung. Wenn wir nicht direkt an der Küste landen, dann können wir auch das Wasser nicht besiedeln. Das ist natürlich ein Nachteil. Andererseits sind hier auch weit und breit keine Wasserressourcen zu sehen. Und hier oben haben wir Phyraxit, eine strategische Ressource, und viel Wurm und so weiter. Ich gründe mal hier die Stadt. Ist zwar nicht sehr gut, hier sind 2 Canyons, die kann man gar nicht bewirtschaften, aber damit haben wir die beiden schon mal fest im ersten Kreis hier. Die haben wir sofort freigeschaltet, die beiden Ressourcen. Im zweiten Kreis, also 2 Felder weg, haben wir dann 3 Ressourcen, Phyraxit, viel Wurm und Obst. Das scheint mir ein guter Standort zu sein. Das machen wir mal. Hier landen wir mit unserem Raumschiff. Und haben zum Start weg, was ist das hier? Unseren Bautrupp. Und hier haben wir unseren Erkunder. Und wir haben eine erste Ressourcensonde aufgedeckt. Die ist hier links oben. Da verstecken sich eventuell Rohstoffe drin. Da ziehen wir gleich mal hin. Der Erkunder kann ja übers Gelände, über alle Geländefelder im selben Tempo durchgehen. Und unser Bautrupp, der ist hier. Den schicken wir natürlich zu einem unserer Startressourcen. Das Programm startet hier mit dem Chitin. Wir könnten auch hier hin, dann haben wir den nächsten Bürger erst in 5 Runden. Produktion. Ich starte eigentlich am liebsten entweder mit einem Bautrupp, einem Erkunder oder der Reliquie. Die Reliquie bringt viel Kultur, hilft uns frühzeitig einen Wert freizuschalten. Erkunder kann man gar nicht zu früh haben im Spiel. Ganz, ganz wichtig, um Ausgrabungen durchzuführen und das Gelände aufzuklären. Und Bautrupps, ohne Bautrupps auf diesem Kartengelände, wo so wenig Nahrung ist vor allem, sehen wir ganz, ganz alt aus. Wir haben aber schon einen Bautrupp und deshalb werde ich jetzt mal erstmal die Reliquie errichten. Schaut mal hier rechts unten, da ist jetzt hier die Produktionsliste und als zweites einen weiteren Erkunder. Und mit dem Bautrupp ziehe ich dann erstmal hierhin auf das Grasland. Ich glaube auch, da ist eine Modernisierung wahrscheinlich schneller zu errichten. Da bin ich mir nicht ganz sicher, als auf Tundra oder auf Wald. Möchte ich jetzt aber nicht nachgucken, würde uns ein bisschen aufhalten. Okay. In 7 Runden ist die Reliquie der alten Erde fertig.
Das sind die 5 Siegbedingungen, die uns zur Verfügung stehen. Quests werden noch keine angeboten. Forschung? Relativ leicht für uns die Wahl. Wir haben alles andere als einen guten Startstandort. Deshalb gehe ich auf Pionierarbeit, um möglichst schnell einen Kolonisten erzeugen zu können, um eine zweite Stadt errichten zu können und einen Platz, der vielleicht ein bisschen günstiger ist. Und wir haben ja eine Handelsfraktion, deshalb sind ein Handelskonvoi oder 2 Handelskonvois, die wir dann durch den Bau eines Handelslagers erzeugen können, natürlich eine kluge Sache. Handelsschiffe können wir leider nicht machen an diesem Standort hier, weil wir nicht dicht genug an der Küste sind. Aber man kann halt nicht alles haben. So, und hier wollen wir jetzt auf diesem Chitinfeld, mit diesen Insekten, eine Koppel bauen, wo die eingesperrt und eingezäunt werden. In 6 Runden ist es soweit. In 3 Runden haben wir den nächsten Bürger. In 14 Runden erst haben wir die Ausdehnung der Grenzen. Allein schon deshalb ist es sehr wichtig, hier die Reliquie der alten Erde zu bauen. Dieses Gebäude plus 2 Kultur. Wir haben im Augenblick nur 1. Das heißt, wir hätten dann 3-mal so schnell neue Geländefelder, die freigeschaltet werden. Und mit dem Erkunder ziehen wir hier über das Phyraxid zu dieser Ressourcensonde hin. Die sind vorher schon abgeworfen worden von Voraus-Kommandos und geben uns kleine Startboni, wenn wir die entdecken. Und das ist ein sehr, sehr schöner. Der bringt uns eine freie Einheit Sonnenkollektor. Das ist natürlich wirklich großartig. Dadurch wird jetzt eine Quest auch angeboten. Dadurch, dass wir die erste Ressourcensonde aufgedeckt haben, Geschenke der alten Heimat. Wenn wir noch eine zweite gefunden haben, dann bekommen wir hier noch eine extra Belohnung. Und das ist der Erkunder. Da ist der Sonnenkollektor. Der ist startbereit. Und da ist eine... Jetzt sind wir eins weiter oben. Und es wird ja eine ganze Weile dauern, bis wir hier... Das Geländefeld... Na, schwere Entscheidung. Soll ich hier direkt auf die Stadt den stellen? Der gibt halt überall plus 1 Energie auf jedem dieser Felder. Na, das mache ich mal. Dann haben wir auf jeden Fall plus 1 Energie für das zentrale Stadtfeld. Plus dieses Feld hier, wo die Koppel entsteht. Und auch für diese Ressource, die werden wir auf jeden Fall nutzen. Also da machen wir gar nichts falsch. Da wird er ins All geschossen. Der Sonnenkollektor. Da oben hängt er, schaut mal. Eine Ebene wieder runter. Jetzt haben wir hier überall plus ein Credits. Das ist echt Gold wert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Runde weiter. Und ziehen wir weiter mit dem Erkunder. Irgendwo anders vielleicht. Das hier, schaut mal. Das sind die Alien-Nester. Das ist ja dieser Bonus, den wir haben. Den Lebensform-Sensor. Der zeigt uns, wo diese Alien-Nester bei Spielstart sind. Und gibt uns auch so eine ungefähre Vorstellung davon, wo überall ihr Landfläche ist, weil klar, auf dem Wasser sind die ja nicht. Den wollen wir ein bisschen aus dem Weg gehen. Wenn wir zu dicht an die rankommen, dann werden wir nämlich angegriffen von Aliens. Ich versuche mich mal auf Hügeln voranzubewegen. Dann haben wir eine bessere Sicht. Hier sind Canyons. Die blockieren nach Norden die Fortbewegung. Ich könnte in Osten mich weiter fortbewegen. Ach, hier ist schon Wasser oder eine Riese oder ein... Oder ein Fluss. Oder ein See. Ein See ist hier rechts. Ich drehe mal die Kurve nach links. Und da ist schon der nächste Canyon. Wer weiß, ob es da überhaupt weitergeht. Doch, geht weiter. Gold. Eine neue Ressource. Auf Gebirge kann man nicht ziehen. In Canyons auch nicht. Wir ziehen durch dieses bläuliche Leuchten hier und durch diese röhrenförmigen Wälder. Die sehen wirklich sehr, sehr exotisch aus. Erinnert mich, wisst ihr, warum mich das erinnert? An diese Jules Verne-Verfilmung, die ganz, ganz alte, wo man unter die Erdoberfläche klettern muss. So ein uralt Hollywood-Film. Da sah das ähnlich aus. Da hatten die so riesige Röhrenwälder unter der Erde. Und jetzt müsste es auch allmählich soweit sein, dass hier ein weiteres Geländeteil dazukommt. Aber
Nee, dauert noch anscheinend noch eine Runde. Aber die ersten Aliens sind aufgetaucht. Hier, Wolfskäfer. So sehen die aus. Neugierig hocken sie hier auf unserem Hügel und beäugen uns. Fragen sich vermutlich A. Was sind Menschen? B. Was ist ein Sonnenkollektor? Und C. Autsch. Darauf reagieren die Aliens ja bekanntlich nicht mit Verärgerung. Eine Sache zu den Affinitäten, den Weltanschauungen, das sind ja hier diese drei zur Auswahl. Da wir hier zwei dicke Phyraxid-Vorkommen haben, na dick nicht, aber immerhin, es sind zwei in unmittelbarer Nähe. Und hier ist noch eine hier weiter oben, noch ein Phyraxid-Vorkommen. Ist eigentlich die Frage, finde ich, schon beantwortet, ganz pragmatisch, auf welche Affinität wir hinspielen, nämlich auf diese hier, auf die Vorherrschaft. Nicht, dass ich jemals was anderes wollte. Schon vor der Landung auf dem Planeten war mir klar, ich möchte natürlich gerne Vorherrschaft, die Vorherrschaft haben über diesen Planeten. Nein, ich pflege bei meinen Beyond-Earth-Partien mich da ganz pragmatisch danach zu entscheiden, was einfach in Reichweite ist von der ersten Stadt und das sieht hier richtig gut aus. Vorherrschaft-Ideologie, das ist die, wo die Menschen Roboter werden oder roboterähnlich werden, wo sie zu Maschinen-Menschen werden, mit Hightech verschmelzen und ihr irdisches Dasein versuchen abzuschütteln, also so ziemlich das Gegenteil beispielsweise zu der Reinheit, die wir in dem Let's Play Together spielen. Und wir haben jetzt zwei Bürger in Freeland. Der zweite geht auch natürlich dahin, wie prognostiziert, auf die Obstplantage. Kluge KI, danke KI. Und mit dem Erkunder ziehen wir hier weiter. Hier links scheint wieder ein Küstenvorkommen zu sein, eine Küstenlinie zu sein. Ja, Basalt. Ich mache das halt der Vollständigkeit halber. Ich will nicht in die Miasma reinziehen. Das kostet mich 10 Lebenspunkte. Wenn ich dabei im Rundenwechsel bleibe, das wäre ein bisschen blöd. Andererseits könnte das hier ein vielversprechender Siedlungsstandort werden. Ich mach's mal. Ah, hat sich gelohnt. Das Glück ist den risikofreudigen Hold, eine weitere Ressourcensonde. Ja, minus 10 hat er jetzt an Trefferpunkten erlitten. Aber wer weiß, was sich hier jetzt verbirgt in dieser Ressourcensonde an Bonus. Plus 16 Forschung. Prima. Laborausrüstung von der alten Erde wurde gefunden. Und damit haben wir hier noch einen kleinen Schritt vorangemacht bei der Pionierarbeit. Und können jetzt ja, hier oben rumziehen, denke ich mal, ne? So einen Bogen schlagen zwischen den Alien-Nestern rum und dann hier im Süden durch. Machen wir, glaube ich. Damit haben wir auch die Geschenke der alten Heimat. Sind wir einen Schritt vorangekommen in der Quest. Jetzt wird die zweite Questkette freigeschaltet. Jetzt müssen wir drei Ressourcensonnen finden. Irgendwie ist das Programm nicht so richtig zufriedenzustellen. Erinnert mich mal an eine Freundin, die ich früher hatte. Die wollte auch immer mehr und immer mehr an Zuwendung. Genau wie hier der Questgeber. Einheit. Benötigt Befehle. Wir ziehen über das Miasma hier hin. Genau. Und... Ah, das hatte ich eben vergessen. Da hätten wir eben schon einen Angriff starten können. Holen wir jetzt nach. Futsch ist er. Na, da hat sich ja mein Fehler nicht ausgezahlt. So, jetzt ist das Gebäude fertiggestellt worden. Ihr seht hier Erkunder in Produktion. Das heißt, dass hier die Reliquie der alten Erde fertiggestellt ist. Kostet einen Credit im Unterhalt, bringt aber plus 2 Kultur und damit kommen wir jetzt nur 4 Runden zu unserem ersten Wert. Prima. Und mit dem Bautrupp, der hier ist, ziehen wir jetzt hier hin. Und ihr seht, so sieht die Koppel aus. Und hat uns jetzt eine Produktion dazu beschert. Und hier ziehen wir jetzt weiter. Ah, sehr, sehr schön. Eine verlassene Siedlung. Da
Kann man gleich Ausgrabungen machen. Und hier? Ah ja, das ist natürlich riskant. In der Nähe von diesem Alien-Nest ausgerechnet. Das macht keinen Sinn. Erfahrungsgemäß, wenn man bis zu 2 Felder rankommt an ein Alien-Nest, dann fliegen die einen anzugreifen. Wenn man Pech hat, sogar bei einem größeren Abstand. Traue ich mich jetzt nicht. Oh nein, und gleich dahinter noch eine verlassene Siedlung. Das darf nicht wahr sein. Und ich kann nicht nach rechts ziehen. Ich wag's mal. Ich geh mal. Der ist auch anscheinend nicht mehr hier. Schaut mal, der ist ja weggezogen. Ach, mit ein bisschen Glück könnte ich das vielleicht sogar vernichten. Ich zieh mal eins vor. Ah. Da ist die Ressourcensonne. Da hockt die Drohne drauf. Die ist sehr, sehr stark. 12 Kampfstärke. Ich habe gerade mal 3 mit dem Erkunder. Bin aber auf Wald und auf Hügel. Das geht nicht gut. So, hier bauen wir jetzt eine Plantage. 10 Runden. Oh, das ist natürlich eine ganze Menge. Autsch, autsch, autsch. Ich ahne Schlimmes. Tja, da hat mich mein Wagemut einiges gekostet. Immerhin beschert uns das Glück, das Spiel mit einem Glücksmoment zum Ausgleich. Glück im Unglück, eine Station ist entdeckt. Wichtig für uns, für die Händlerfraktion. Fernbasis 1 heißt sie, bringt +2 Energie, +2 Wissenschaft, wenn wir mit ihr handeln. Das heißt aber wiederum, dass ich möglichst bald hier einen weiteren Erkunder brauche. Ach, der wird ja jetzt schon gebaut. Ja, einer reicht nicht. Der Bautrupp ist hier immer noch fleißig am Basteln. Baut und baut. Freeland ist gewachsen, hat einen weiteren Einwohner. Der wurde hier platziert vom Programm. Fokus auf Nahrung, was uns in 9 Runden den nächsten Bürger bringt. Wenn wir den dagegen hier hinsetzen würden, zum Beispiel auf eine, da hätten wir in 2 Runden Erkunder, bringt keinen Unterschied. Wert entwickeln. Sehr schön. Und da hole ich mir, ich werde mal auf Wohlstand gehen, werde mir die Sparsamkeit holen. +10 Nahrung bleiben erhalten, wenn ein Bürger dazugekommen ist. Und hier gibt es 2 schöne Sachen, nämlich das hier, ganz, ganz wertvoll, eine kostenlose Kolonisteneinheit. Kolonisten sind sehr aufwendig zu bekommen, muss man viel reinstecken. Und auch das hier ist das Feine, ist eine kostenlose Bautruppeinheit, wobei die gehen noch relativ rasch, aber hier eine kostenlose Kolonisteneinheit, das ist was wirklich Feines. Das ist auch gut Pfadfinder, dadurch kann man lange mit den Explorern rumziehen, ist gerade auch bei einer Pangea-Karte sehr gut. Schenkökonomie, viele Energie durch Handelswege ist auch sehr schön bei einer Handelsnation. Und das hier ist natürlich genial. Siedlerclans, wenn man eine neue Stadt gründet, startet die nicht mit einem, sondern mit 3 Bürgern. Und das hier ist auch massiv, Geist über Materie, +7 Gesundheit. Das sind alles Sachen, die würde ich mir wirklich gerne holen. Außerdem ist das mal was anderes im Vergleich zu dem, was Christian und ich gespielt hatten. Und jetzt haben wir hier einen neuen Erkunder. Das heißt, ich kann jetzt wieder losgehen und ihn irgendwo sinnlos verheizen. Und wir haben eine neue Ressourcensonde entdeckt. Und hier Xenomasse. Xenomasse, das ist das, was die Harmony-Fraktion, die versucht, sich den Planeten anzupassen, als strategische Ressource braucht. Das ist dieser grünlich wabernde Sumpf hier. Ich finde ein schönes Gegensatzpaar hier im Bild. Auf der einen Seite das, was wir diesem Planeten bringen wollen. Modernste Technik, Hightech und das, was die Vorherrschaftsfraktion insbesondere
unter Glück versteht und unter Zivilisation, nämlich ganz viel Stahl, ganz viele Drähte und ganz viel Kybernetik. Und auf der anderen Seite Sumpf. Tief, undurchdringlich, organisch und primitiv. Bis bald. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.